Hallo, hallo und guten Morgen. Ich bin hier in der Buchhandlung Roth in Offenburg und es ist ganz früh am Morgen. Die Sonne geht über der Stadt auf und zaubert ein wunderschönes Morgenrot über den Himmel der Stadt. Könnt ihr es sehen? Seid ihr alle gut ins neue Jahr gekommen? Bei uns wird der Jahreswechsel Änderungen bringen. Steffen wird nicht mehr länger in der Buchhandlung arbeiten. Er nimmt an einem anderen Ort andere Aufgaben wahr. Und kann hier nicht mehr vorlesen. Ich finde das total traurig. Ja, wahrscheinlich auch, gell? Aber bevor Steffen auf Reisen geht, haben wir noch etwas vorbereitet. Um Reisen geht es nämlich in unserem Buch heute auch. Der kleine Happaflap ist auf der Suche nach einem Freund und begibt sich auf eine weite Wanderung durch den fantastischen Mythenwald. Dort trifft er den Bär Tatz, die Füchsin Rothaar und den Dachs Schnieke. Sie kommen an einen Fluss und benötigen Hilfe von den Lieberbibern, um eine Brücke zu bauen. Aber das soll Steffen vorlesen. Sollen wir ihn rufen? Steffen, Steffen, komm vorlesen! Vorlesen, vorlesen! Der Happaflap reist in den Mythenwald. Von Michael Engler mit Bildern von Barbara Scholz. Erschienen im Baumhaus Verlag. Es dauerte nicht lange, da kamen zwei Biber aus dem Gebüsch. Ihre messerscharfen Zähne reichten ihnen fast bis zur Brust. Jeder von ihnen trug einen Helm auf dem Kopf und einen Spaten in der Hand. Sie sahen sehr einsatzbereit aus. »Könnt ihr für uns vier eine Brücke bauen?« Die Biber musterten die vier neugierig, von oben bis unten. Dann sagte einer von ihnen kopfschüttelnd, »Lieber nicht, wir möchten heute lieber schwimmen.« »Och, bitte, bitte«, bat Flap, »wir fürchten uns vor dem Drachen.« »Lieber nicht, wir möchten lieber nichts tun«, sagte der andere Biber. »Wir könnten euch mitnehmen«, schlug Schnieke vor. Flap nickte eifrig. Er hielt das für eine gute Idee und erklärte den Lieberbibern, »Wir suchen nämlich einen Freund. Mit dem ist man nie allein. Und vielleicht findet ihr unterwegs ja auch einen Freund.« »Lieber nicht. Wir gehen jetzt lieber wieder zurück«, sagte der erste Biber. Tatz bewegte sich sehr, sehr weit hinunter. Denn er war natürlich viel, viel größer als die Biber. Dort unten blickte er einen nach dem anderen tief in die Augen. »Ich könnte euch fressen«, grummelte er leise. Die Biber zuckten zusammen. Doch sofort lächelte Tatz wieder und säuselte. »Ich könnte euch aber auch ein paar Fische fangen und mit Honig überbacken.« »Lieber«, sagte der erste Biber. Dem aber hielt der andere schnell den Mund zu. »Lieber Fisch mit Honig und Nüssen«, vollendete der zweite Biber den Satz. »Dann bauen wir euch die Brücke.« »Abgemacht«, Tatz grinste und die Biber verschwanden im Wald. Von dort hörte man sie mahlen und raspeln, knirschen und mampfen, rupfen und reißen. Derweil legte sich Tatz an den nahegelegenen Bach, hielt seine Pfoten ins Wasser und hoffte, dass sich ein paar Fische in seinen Krallen verfingen. Tatsächlich blitzten bald bunte Prachtexemplare im Gras neben ihm. Zur selben Zeit suchten Rothaar und Flap die Umgebung nach Bienennestern ab, damit Tatz dort später Honig holen konnte, und sie sammelten Nüsse, die Schnieke eine nach der anderen knackte. Anschließend halfen sie alle den Lieberbibern aus Stämmen und Ästen eine schmale Brücke zu bauen. Sie machten das natürlich sehr, sehr leise. Als am Abend der Fisch auf dem Feuer brutzelte, war die Brücke auch schon fertig. Die Lieberbiber und die vier Wanderer setzten sich in einem Kreis ums Feuer und genossen den frischen Fisch. »Wir arbeiten lieber schneller, wenn wir unbedingt müssen, aber viel lieber
arbeiten wir lieber gar nicht«, erklärte ein lieber Biber, als er herzhaft in seinen Fisch mit Honig und Nüssen biss. »So muss das sein, so sehe ich das auch. Man sollte viel lieber öfter mal ausruhen«, stimmte Tatz ihm zu. Er überlegte erst leise und überlegte dann laut. »Vielleicht bin ich ja ein lieber Bär.« »Ein lieber Bär bist du auf jeden Fall«, flüsterte Flapp in sein Ohr. »Mir hat es jedenfalls ganz schön viel Spaß gemacht, dass wir uns alle bei dieser schweren Arbeit geholfen haben und jetzt gemeinsam so ein leckeres Essen essen.« Den stimmten Tatz, Schnieke und Rothaar sofort zu. »Ja.« Nur die Lieberbiber meinten, sie würden lieber was anderes machen. Allerdings wussten sie nicht was. Bald nach dem Essen verabschiedeten sie sich. Doch nicht, ohne den Vieren vorher noch einen wichtigen Tipp mit auf den Weg zu geben. »Seid leise, ganz, ganz leise.« Da es in der Dunkelheit zwischen dem Schilf ein wenig unheimlich aussah, beschlossen die vier, heute nicht mehr über die Brücke zu gehen. Also aßen sie und tranken weiter, erzählten viele Geschichten und sangen noch mehr Lieder. Es war ein lustiger und schöner Abend. So schön, dass Flapp später kurz dachte, »Ach, was brauche ich einen Freund, wenn ich euch habe?« Doch bevor ihm dazu eine Antwort einfiel, fielen ihm die Augen zu und er schlief mit seinem Kopf auf Tatz' Bauch ein. Und genau wie Flapp wird jetzt auch Steffen auf Reisen gehen. Ja, genau. Tja, aber ich wollte mich natürlich noch von euch allen persönlich verabschieden. Es war wirklich toll mit euch. Ich hatte eine schöne Zeit. Vielen Dank fürs Zuschauen an euch alle. Und was die Zukunft bringt, tja, lasst euch überraschen, was die Buchhandlung noch so alles auf Lager hat. Also ich werde mir auf jeden Fall die Videos weiter anschauen. Also, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Bald nach dem Essen Dann brauen wir euch die Brücke. Knirschen und Mampfen, Rumpfen und